Cookies, Comic-Cookies. Spezial. Lecker. Einen schönen guten Tag. Prima, dass ihr heute euch entschieden habt, nicht ins Schwimmbad zu gehen bei diesem tollen Wetter, sondern hierher zu kommen. Wir haben ein ganz spannendes Gespräch vor uns mit Andreas. Wir haben eine super Show hier gerade. Man sieht das ja an den Schildern, Andreas und Andreas. Aber das ist eigentlich nicht das Phänomen, sondern das Phänomen ist das, dass neben mir der Comiczeichner sitzt, in Deutschland geboren, der mit 65 Alben und noch etlichen mehr der produktivste derzeit tätige Comiczeichner aus Deutschland ist. Und das Phänomen dabei ist natürlich, dass er in Frankreich sehr viel bekannter ist als hier. Und ich gebe mal ganz kurz über ein paar Eckdaten. Er ist 1951 in Weißenfels an der Saale geboren, das seit einem guten Jahr vorher oder ein gutes Jahr vorher DDR wurde. Und Weißenfels ist eigentlich eine Kleinstadt, die eher bekannt ist für die Produktion von Schuhen als von Comiczeichnern. 1965 ging er dann nach Düsseldorf, studierte Kunst. 1973 zuerst nach Belgien, Brüssel und dann nach Frankreich und arbeitet dort seitdem, wie gesagt, 65 Alben. Und das Verrückte ist, ein so produktiver, großartiger Comiczeichner ist zum ersten Mal heute in Erlangen. Ich glaube, damit fangen wir mal an. Was ist dein erster Eindruck, wenn du hier so herkommst? Du kennst wahrscheinlich die Comic-Veranstaltungen in Frankreich. In Frankreich ist ja wesentlich mehr los. Der Comic-Salon hat jetzt gerade erst ein paar Stunden aufgemacht. Was ist dein erster Eindruck? Ach, das ist eigentlich wie der Hamburger Comic-Salon auch. Also ich meine, innerhalb des Comic-Salons ist ja, das sind ja Leute und Fans und Leute, die sich interessieren und wie in jedem anderen Comic-Salon. Deshalb sieht man auch den größten Unterschied nicht mit anderen, also mit den Festivals, die ich in Frankreich kenne. Hast du von Frankreich aus noch einen Blick auf das, was in Deutschland passiert? Sehr wenig. Sehr wenig, leider. Ja. Und ich habe auch vor, ja, mal ein bisschen mich besser zu informieren und ein bisschen umzugehen. Es interessiert mich schon, nicht? Also dass in den Jahren, ich bin ja immer wieder nach Deutschland gekommen, also regelmäßig, und weil ich immer Familie in Deutschland habe und Freunde. Und ich habe immer mal wieder nachgeschaut in den Buchhandlungen und so weiter, und da habe ich eben meistens nur die französischen Sachen übersetzt gefunden, also nicht keine sehr große deutsche Produktion eben. Aber es würde mich wirklich mal interessieren. Ja, da wirst du, glaube ich, ein paar interessante Entdeckungen machen, weil seit ein paar Jahren passiert eine ganze Menge. Und gut, es ist nach wie vor ein Anfang, und natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit Frankreich, aber spannende Sachen gibt es schon. Ich glaube, wir fangen einfach mal damit an. Ich sagte eben, du bist geboren in Weißenfels, Anfang Januar 1951. Das war der Oktober 1949, wurde die DDR gegründet, also ein gutes Jahr vorher. Und bist 1965 nach Düsseldorf gegangen. Und das ist ja nun etwas, was erstmal gar nicht so leicht gewesen ist. Was ist da die Geschichte? Ja, doch. Also, meine Eltern sind, in Weißenfels haben wir nur ein Jahr lang gewohnt. Das erinnere ich mich überhaupt nicht dran. Und dann sind wir nach Eisenach gezogen in Thüringen. Und wir sind 1960 in den Westen gegangen, weil es einfach zu kompliziert wurde für meine Eltern. Das
fing also ein bisschen an, etwas mulmig zu werden und so. Mein Vater hatte so ein bisschen so eine Position in der Stadt, wo wir wohnten, also in Eisenach, und lehnt es also immer ab, in der Partei zu sein und so, also sehr, anti-Regime, und das kann man natürlich nicht lange halten. Und dann sind wir 1960, also ein Jahr vor der Mauer, nach Westdeutschland gegangen. Und dann sind wir so ein bisschen umgezogen, also je nachdem, wie mein Vater eben gearbeitet hat. Und 1965 sind wir dann in Düsseldorf gelandet. Und da hast du dann Kunst studiert? Nicht wirklich. Also ich habe mein Abitur gemacht und dann bin ich, dann habe ich meinen Ersatzdienst gemacht. Und danach wollte ich mich in Brüssel in diese Schule einschreiben, in das Institut Saint-Luc, weil die machten da Comics und also damals. Und wie kommt man denn drauf, in Deutschland Comics zeichnen zu wollen, den Beruf des Comiczeichners gab es ja damals de facto gar nicht in Deutschland. Ja, doch so ein bisschen schon. Naja, es gab Kauka gab es. Kauka gab es natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ich habe immer schon Comics gemacht. Also ich als kleiner Junge im Osten habe ich also schon Mosaik gelesen und sowas. Und irgendwie hat mich immer angezogen. Immer. Und mit 16 habe ich angefangen zu zeichnen, also in der Schule, so die Lehrer und die Mitschüler gezeichnet. Und das stieß dann so auf irgendwie so ein Echo. Und dann habe ich eben weitergemacht. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, die Zeichnungen wurden besser. Und dann eines Tages habe ich mir gesagt, auch vielleicht könnte ich ja Comics selber machen. Und ich habe auch, wie ich angefangen habe zu zeichnen, sofort Geschichten damit erzählt. Also nie gezeichnet, um zu zeichnen. Ich halte mich auch heute noch nicht für einen besonders guten Zeichner. Also ich habe, was ich brauche, um meine Comics zu machen. Aber was mich interessiert, sind Comics eben und nicht selbst das Zeichnen eigentlich. Ja, und dann irgendwann habe ich meine Eltern angefragt und die haben gesagt, ja, und ja. Ja, und dann wollte ich mich eben diese Schule in Brüssel einschreiben, und da war in dem Jahr war es zu spät. Und dann habe ich ein Jahr lang Kunstakademie in Düsseldorf gemacht, um ach so zu warten. Oh, ah ja. Und das Institut Saint-Luc ist ja, das ist ja eine Legende. Das war ja Ende der 60er Jahre weltweit die erste Möglichkeit, Comics als Studiengang zu machen. Ja. Und du hast irgendwann davon erfahren, dass es das gibt. Und, aus einem Buch über Franquin und Gigi. Ah, okay. Und da stand hinten drin die Adresse und alles, weil Franquin war auf dieser Schule. Und wo es auch keine Comics-Schule war. Ja, ja. Das war eine Kunstschule eigentlich, da gab es nur eine Sektion Comics. Ja, und dann habe ich mich da mal gemeldet. Sprachst du schon Französisch damals? Nicht richtig. Nicht richtig. Ja. Also das, ich verstand schon so ziemlich alles, aber ich hatte also auch sehr viele Fehler in meiner Sprache. Oh. Das war so, weil ich immer einfach die Gelegenheit nicht hatte, Französisch zu sprechen. Also das war so ein richtiger Sprung ins kalte Wasser, also ja, nach Brüssel zu gehen und zu sagen, also das mache ich jetzt und hier nehme ich jetzt. Ja. Und wie muss man sich das so vorstellen? Wie lief das so ab in Moskau? Es war eigentlich eine recht schulhafte Schule. Also ein Typ kam durch und las die ganzen Namen durch von hier und hier. Und da waren viele da, die Saint-Luc ist nicht nur, da konnte man also nicht nur den Hochschulkursus machen, sondern Saint-Luc fing schon eigentlich mit der Oberschule an. Da konnte man also schon ab der 6. eigentlich hin. Und dann war aber also was gelehrt wurde, war schon sehr kunstbelastet. Das heißt, man lernte zeichnen, man lernte Perspektive, Anatomie und so weiter. Die ganzen Leute, die direkt aus Saint-Luc dahin kamen, die waren alle gut. Die konnten alle ganz toll zeichnen. Aber aus den meisten ist nichts geworden, leider. Ich weiß nicht warum, aber da sind Leute dabei gewesen, haben sich gedacht, also das wäre mal ein großer Start. Und jetzt, das ist wirklich
Schale. Und dann konnte man von außen hin eben auch kommen. Da musste man also Zeichnungen und Seiten vorzeigen, was man eben so gemacht hatte. Und dann ja, wurde man aufgenommen oder man musste noch so ein Präparationsjahr machen vorher. Und du hast ja eine Reihe von Leuten kennengelernt dort, die auch dort ja, studiert ja. haben, später Comiczeichner wurden, Philipp Förster, dem du dann auch ein paar Mal ja. zusammengearbeitet hast, Berthé beispielsweise, François Keuten auch, der glaube ich auch in der Zeit. Der war im ersten Jahr, als ich im dritten Jahr war, aber er war schon 2000 Mal besser. Hatte schon Sachen veröffentlicht damals, also er war schon Faustus Goethe, der da gekommen ist. Also, ich weiß nicht, warum er nach Sattel gegangen ist, also er war schon so gut. Aber anscheinend hat es ihm sehr viel geholfen, also jedenfalls er spricht davon sehr begeistert und ich spreche davon nicht so begeistert, aber das ist was anderes. Okay, einer deiner Lehrer war ja Eddie Pape. Das war aber nicht ein Zahn. Das war nicht in Zahnlück, das war in so einer kleinen Akademie in dem Viertel, wo Zahnlück auch war. Mhm. Und da gab er also nur so Abendkurse, also am Mittwochabend und am Samstagnachmittag. Ja, und da habe ich mich dann auch eingeschrieben. Eigentlich haben sie alle, die in Zahnlück waren, haben sich da auch eingeschrieben, bis aufs Köchen, der das wirklich braucht. Und ja, und da habe ich also zum ersten Mal eigentlich gehabt, was ich wollte. Das heißt, jemand, der einem die Basis beibringt. Also Eddie Pape ist ja dort ja zum Urgestein des franco-belgischen Comics und er hat ja viel gemacht. Und es kam dann zu einer Zusammenarbeit zwischen euch an einem Album, was zuerst im Tintin erschienen ist, Udolf. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also nach einem Jahr oder anderthalb Jahren in diesem Kurs da mit Pap hat er mich gefragt, ob ich mit ihm zusammenarbeiten möchte. Und dann hatte er eben in seiner Schublade irgendwo eine Geschichte von André-Paul du Château. Das lag da einfach nur so. Und er hat gesagt, wir können das machen. Und du Château war damals Chefredakteur von Tintin, also war es auch kein Problem dann, zu veröffentlichen, die Geschichte. Und ja, so hat sich das so einfach so, war für mich was einfach Glück, nicht? Also, dass das so weit gekommen ist. Und auf die Weise bin ich eben zu Tantam reingekommen und in den Verlag Lombard, bei dem ich heute noch bin. Also es war schon, es war Glück, war viel Glück. Also ich habe mir wirklich keine große Mühe gegeben, irgendwie in die Comics reinzukommen, also in die professionellen Comics reinzukommen. Und dann habe ich eben zuerst mit Pap zusammengearbeitet, das heißt, ich habe die Sachen vorgezeichnet und er hat sie korrigiert und dann mit Tusche eben gehinkt. Und ja, ich meine, er hat seinen Stil draufgestempelt, aber das war klar, nicht? Dass er wollte eben nur eine Hilfe haben. Nicht? Ja. Ja, das war ein einzelnes Abenteuer, das erschien irgendwann im Frühjahr 78, glaube ich. Und Ende 78 startetest du mit einer eigenen Serie in Tintin. Und das finde ich auch so bemerkenswert. Es waren erstmal Kurzgeschichten, mit denen es losgeht. Und ich habe mir das nochmal angeguckt, wenn man sich wirklich die Geschichten in der richtigen Reihenfolge anschaut. Dann kann man so bei den ersten drei Geschichten sagen, da bist du noch so auf der Suche nach deinem eigenen Stil. Ja. Und mit der vierten Kurzgeschichte bist du da. Also natürlich hast du im Laufe der Jahre immer noch perfektioniert und verändert, modifiziert, aber im Grunde genommen das, was deine Ausdrucksweise ist, das war da, aus dem Stand nach drei Kurzgeschichten. Das finde ich lustig. Stand, weiß ich nicht. Also auf der einen Seite wollte in Tintin, also das Zeitschrift, die haben mir gesagt, also Kurzgeschichten machen. Und dann haben sie mir gesagt, also nach der ersten, wie ich die erst gemacht hatte, haben sie mir gesagt, ja, das soll aber dann doch 46 Seiten ergeben, falls wir da irgendwann ein Buch draus machen. Okay, dann habe ich weitergemacht. Und nach der dritten haben sie mir gesagt, es wäre schon gut, wenn da irgendwie so ein roter Faden durchginge durch die Geschichten. Dann
habe ich das gemacht. Habe natürlich die ersten drei wieder mit eingearbeitet und so. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und auf der anderen Seite habe ich die ersten drei Geschichten mit dem Pinsel gezeichnet, weil das also Frank Herrn zeichnet mit dem Pinsel und Frank Herrn war mein Idol. Und nach drei Geschichten habe ich gemerkt, mit dem Pinsel komme ich nirgendwo hin. Das ist einfach nicht mein Instrument. Und ab der vierten Geschichte habe ich dann mit der Feder gearbeitet. Ja, und das hat dann, da habe ich gemerkt, das ist eben das Richtige. Du hast dann, glaube ich, irgendwann auch die Feder zur Seite gelegt und mit Filzstift oder ja. Marker. Ja, ich mache das mit diesen Dingern hier. Ja. Und das ist für mich das perfekte Arbeitsmittel. Das ist das perfekte Arbeitsmittel, weil das kommt dem Bleistift sehr nah. Das kann man so arbeiten wie ein Bleistift. Ja. Das kann man auch so einfach so auslaufen lassen, also wird es so ein bisschen grau und so. Das gefällt mir eigentlich gut, damit komme ich gut hin. Ab und zu komme ich wieder zur Feder zurück, denn man verliert schon an Fertigkeit mit den Filzstiften. Und das Beste ist natürlich, mit dem Pinsel zu arbeiten, weil wenn man mit dem Pinsel arbeiten kann, dann kann man mit allem anderen auch arbeiten. Wenn man mit dem Filzstift arbeiten kann, kann man mit dem Filzstift arbeiten. Und ich habe dann für die Serie ARK, die in Deutschland nicht erschienen ist, habe ich also sechs Bücher nur mit dem Pinsel gemacht. Einfach um wieder so ein bisschen reinzukommen und mal was anderes. Die Geschichte, deine eigene Geschichte, mit der du in Tantan begonnen hast, ich habe sie auch mal mitgebracht. Rock, gerade als zwei, mal sehen, was steht. Ja, wunderbar. Gerade als zweibändige Gesamtausgabe im Verlag Schreiber und Leser auch auf Deutsch erschienen. Und da kann man jetzt im Grunde genommen so deine Anfänge nachverfolgen auch, die ersten Kurzgeschichten. Du sagtest es eben schon, die quasi nicht zusammenhingen. Also sie hatten einen Titel, Rock eben, sie hatten die Titelfigur Rock. Und ansonsten hattest du sieben Seiten pro Folge zur Verfügung. Da fällt einem natürlich sofort Will Eisner mit dem Spirit ein oder es fallen einem die alten DC-Comics ein. Genau, ist ja auch wirklich eine Parallele da. Ne? Wie bist du mit so einem Format klargekommen, weil auf vier Seiten kann man ja wirklich nicht viel, auf sieben Seiten kann man ja wirklich nicht viel entwickeln eigentlich. Ist das ja doch, erstmal ist es eine gute Schule, die kurze Geschichte. In den längeren Alben, da hat man so Tendenz doch teilweise eben, naja, sich gehen zu lassen, ich habe viel Platz, also kann ich mir Zeit nehmen, oder? Das ist nicht immer gut. Und die kurze, ich hatte nie eine lange Geschichte gemacht damals. Ich hatte nur kurze Geschichten gemacht. Das gefiel mir einfach eben gerade wegen Ich Sie und wegen was weiß ich, Swamp Thing und so weiter. Das waren ja auch relativ kurze Geschichten. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also das hat mir immer gut gefallen. Und ich mache auch ab und zu noch kurze Geschichten, um das nicht zu verlieren. Und es gibt hier zwischen den Geschichten eigentlich, außer dass es die gleiche Figur ist, keine Beziehung. Also es sind für sich stehende Geschichten. Du sagtest, dass also der vierten Geschichte der Verlag ankam und sagte, wäre hübsch, wenn es noch vorhanden wäre. Wusstest du damals eigentlich schon, wo du hin wolltest? Oder das war wirklich ein Probieren? Das war wirklich ein Probieren. Ja. Das hat ja wirklich auf der Seite gelernt eigentlich. Ich habe also in keinem Moment habe ich gewusst, wo das dahin läuft. Ich wusste auch nicht, dass sie Bücher damit machen würden. Das wusste ich auch nicht. Ich meine, die Möglichkeit wurde zwar so erwähnt von Zeit zu Zeit, aber in Tintin, also in der Zeitschrift, funktioniert meine Geschichte überhaupt nicht. Die Leser schrieben Briefe, also was das denn wäre, und dann verstünde überhaupt nichts. Das war so kein. Und dann hatten wir so eine Hitparade jedes Jahr mit den ersten 50 Serien. Da war ich nie drin. Also das ist ja auch, wenn man sich Rock heute anschaut, es war ja was ganz Ungewohntes in Tintin. Also Tintin hatte, also die Hauptserien waren Michel Vaillant und Dan Hooper und
solche Sachen. Und selbst auch so, dass das Fantastische gab es als Genre im Grunde genommen gar nicht. Also es hat so irgendwie relativ gleichzeitig hat Rosinski mit dem Turtle begonnen. Aber vorher war, also über dem, gerade über den belgischen Comics hängen ja auch so die katholischen Pfadfinder drüber. Und ich habe jetzt vergessen, wie sie hieß, aber es gab ganz am Anfang in Spirou auch mal eine Science-Fiction-Geschichte, die dann abgebrochen werden musste, weil es also den Leuten, also die dachten, es ist viel zu versponnen und es ist so fantastisch und überhaupt nicht gut für die Kinder. Und auf einmal kommst du an und erstmal vom Genre her, wobei Genre kann man ja zukünftig gar nicht wirklich sagen, ich sage mal von der Thematik her, Fantastik, dann von der Art und Weise, wie du die Geschichten erzählst, kurze Geschichten eben, ich denke, du wirst gleich nochmal ein bisschen was zu Ort sagen auch, aber damit jetzt erstmal ganz kurz die Geschichte und dann die Art und Weise, wie du die Geschichten grafisch erzählst. Das war ja auch, also du hast keine, du stehst in keiner, sage ich mal, franco-belgischen Tradition, sondern du hast eigentlich, bist eigentlich eher so ein bisschen, hast den Blick auf die amerikanischen Comics gehabt, ja, ne? Ja. Weil die Weizen waren groß. Aus Amerika kamen meine größten Einflüsse eigentlich. Natürlich sind Spuren von franco-belgischen Comics auch da. Aber was mir gefiel bei den amerikanischen Comics, das waren eben die Seiteneinteilungen, die eben nicht diese vier Bänder waren, die Belgier hauptsächlich hatten, sondern da machte man einfach, was man wollte und ganz, ganz enge, hohe Bilder oder ganz enge, breite Bilder und so. Und das hat mir natürlich sofort gefallen. Ja, und der Genre, also die Thematik der Verleger von Tintin, der mochte also fantastische Geschichten nicht. Und deshalb wurden die meistens abgelehnt. Nicht? Und meine haben sie angenommen, ich weiß nicht warum. Und ja, deshalb ist die so ein bisschen allein noch geblieben. Torgel war vorher auch so ein bisschen fantastisch, nicht? Er kommt ja eigentlich irgendwie aus dem Sternen oder sowas. Mhm. Das haben die dann so ein bisschen weggedreht und mehr so. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich lese keinen Bock, also ich kann den Schlauch nicht einordnen. Doch, am Anfang habe ich es gelesen. Es lässt sich auch da überhaupt keinen Vergleich herstellen, nur eben das ist auch so ein bisschen mit Fantastik eben auch zu tun hat. Ich meine, es geht ja bei dir um vieles. Es geht um Flüche, es geht um schwarze Magie, es geht im Grunde genommen auch immer darum, eigentlich sagen deine Geschichten immer, halt das nicht für real, was du für real hältst. Magst du ein paar Sätze sagen zu Hort, was so dir die Serie bedeutet, wenn du jetzt auch so zurückguckst, wie es so begonnen hat, was das so für deinen Weg diese Figur bedeutet hat? Ja, es war eigentlich eine Entdeckung für mich. Das heißt, ich habe einfach Geschichten erzählt, die ich eben erzählen wollte und ich habe mich mir keine Fragen gestellt eigentlich darüber. Ich habe eben gern Science-Fiction und fantastische Geschichten gelesen, also Poe und Lovecraft und Jean Rey und so weiter. Und Philip K. Dick in der Science-Fiction. Und und die Geschichten, die kamen eben aus diesen ganzen Einflüssen, haben sich einfach so dann vermischt irgendwie mit meinem, was weiß ich, Unterbewusstsein. Und haben mir das dann ergeben. Ich habe mir eigentlich die Frage nie gestellt, nach dem, wo es herkommt oder so. Ich habe es einfach gemacht. Und zumindest in Rock jedenfalls nicht. Und deshalb ist Rock auch ein ziemlich guter Spiegel meines persönlichen Lebens damals. Nicht? Das, der Bruch zwischen den ersten zwei längeren, also zwischen Rock 1 und 2 und dem Cimetière der Kathedrale, also der Kathedralenfriedhof, da ist ja ein Geschichtenbruch und auch ein grafischer Bruch dazwischen und der hatte auch mit meinem persönlichen Leben auch was zu tun. Und
Aber da kamen eben so Sachen einfach noch mit rein und ja. Und nach dem zweiten Buch, also das heißt, wie der Verleger dann das erste Buch rausgebracht hat, um die Rechte nicht zu verlieren, das heißt, er hatte die Rechte 5 Jahre lang und genau nach 5 Jahren hat er also dann das erste Buch rausgebracht, damit er die Rechte behält. Und das Buch hat sich ihm ganz gut verkauft. Nicht? Und von da an konnte ich dann eben auch längere Geschichten machen und so ein bisschen doch auch diktieren, was ich wollte und so beim Verlag. Das war ganz schön. Es war ja eigentlich eine spannende Zeit, als du anfingst. 1968, also 10 Jahre vorher, war Robert Crumb mit seinen Underground-Comics in Frankreich, 1975 mit La Lalonde. Und es passierte wahnsinnig viel. Färbte das so? Bist aber eigentlich, hast du da relativ wenig deine Finger ausgestreckt, hast hier und da mal was veröffentlicht. Ein paar Geschichten in Las Vivre, ein paar Geschichten in La Lalonde. Aber du bist dann doch eigentlich bei Lombard geblieben. Ja. Während viele andere Zeichner, das war ja damals so die Parole, jedem Zeichner seinen eigenen Verlag, ja. Also der Zeichner als eigener Verleger. Du hast dich da so ein bisschen an der Seite gehalten und bist eigentlich mit dem klassischen Verlag Lombard, der aber glaube ich auch in dieser Zeit, der das natürlich auch wahrnahm und auch so guckte, wie er in seinem Bereich vielleicht auch ein bisschen frischen Pep reinbringen kann. Nicht wirklich. Nicht. Okay. Nee, das heißt, das war genau das Gegenteil eigentlich. Aha. Das heißt, in dem Verlag zu der damaligen Zeit, also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, alles war irgendwie abgestafft, die Qualität ging runter. Und es war ihnen eigentlich egal alles, solange sie die Zeitschrift voll machen konnten. Ich weiß noch, ich habe damals in Paris gewohnt und ich kam also manchmal nach Brüssel, um meine Seiten zu liefern und dann hieß es einfach, ja, tun Sie die da auf den Stapel. Und dann gab es so ein normales Büro und da lag so ein Stapel Seiten drauf, aber wirklich so hoch, aber einfach so hingeknallt, nicht etwa so ein Stapel, nur so einfach drauf. Ja, manchmal da unten draufgelegt und ja, danke, Wiedersehen. Völlig egal, was da passierte und so. Ich meine, ich war damals natürlich kein bekannter Zeichner oder irgendwas. Nicht? Also ich erwartete auch keine Sonderbehandlung irgendwie. Aber, erwartet schon auch manchmal, ich habe sie da. Aber so, das war ein bisschen eigenartig dort. Nicht? Und deshalb kamen eben auch Sachen wie Rock eben kamen eben durch. Nicht? Das, weil keiner. Ach, da irgendwie. Und deshalb bin ich dann auch bei Lombard geblieben, weil ich bei Lombard einfach machen konnte, was ich wollte. Und bei Metal Lombard, da war anfangs dann eben so ein Druck da, nicht, um so was Tolles zu machen. Nicht? Und ich habe mich bei Metal Lombard besonders wohl gefühlt, auch weil die gerade in dem Moment, wie ich da war, verkauft wurden. Also der ganze Verlag wurde an seinen spanischen Drucker verkauft, weil sie große Schulden hatten. Ja, und dann ging das alles so hin und her und dann wurde man nicht mehr bezahlt und also es war nicht angenehm. Dann bin ich eben doch da wieder weg und habe bei Lombard weitergemacht. Es war so ein gutes Dutzend Kurzgeschichten und dann war irgendwann Schluss. Ja. Dann hast du ja eben für Metallion Sous bezeichnet. Du hast 1984 begonnen mit Cromwell Stone für einen kleineren Verlag, ganz kleine Linie, in Schwarz-Weiß. Es war damals offenbar ein Einzeltitel, mittlerweile ist es ja eine Trilogie. Sollte auch damals schon eine Trilogie sein. Ich finde es ganz bemerkenswert, weil der erste Band ist 1984 erschienen, der zweite 1994. Und der dritte 2004. Also es liegen quasi immer 10 Jahre dazwischen. Wie kam das so zustande? Wie ich den ersten Band zu Ende gemacht hatte, hat also Michel Vigne, dieser Kerl, der Verlag, den rausgebracht. Inzwischen hat er mich in Italien angerufen, ich sollte bei ihnen arbeiten, dann bin ich also zu ihnen arbeiten gegangen. Dann ist Michel Vigne eingegangen, also der Verlag, nicht er selbst. Ja, dann war Konvention irgendwie in der Luft. Ich habe zwar versucht, das woanders anzubringen, aber
mit bei einem anderen Verlag einen zweiten Teil von irgendwas anzubringen, ist nicht so einfach. Mhm. Naja, und dann fing es bei Lombard wieder an, mit Org, weil nachdem wir das erste Buch rausgebracht haben, dann lief das eben irgendwie, also habe ich da weitergemacht. Naja, und dann habe ich gewartet, bis ich eben bei Delcourt war dann später. Delcourt hat dann gesagt, wir legen neu auf, also den ersten Teil von Rumpelstone, und du machst uns den zweiten und den dritten Teil dazu. Und dann habe ich das gemacht. Aber dann habe ich natürlich die Serien angefangen auch, und deshalb wurde der dritte dann auch wieder 10 Jahre später. Und, zu viel Arbeit einfach. Wie das oft so ist. Aber nach dem Stopp der Kurzgeschichten 1982, war das da so für dich so eine Situation, dass du sagtest, okay, wo bleibe ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie erfinde ich mich neu? Wo geht es lang? Oder hattest du schon im Grunde genommen Flöcke eingeschlagen, andere Kontakte, andere Ideen? Das hat sich alles so ineinander gefügt irgendwie. Das war wie ganz am Anfang mit dem Park, wo ich einfach so reingerutscht bin. Und da kam also dieses Cumbelstone bei einem kleinen Verleger. Ich meine, den kannte ich schon vorher, den kleinen Verleger. Und bei dem arbeitete dann ein Freund als Redakteur oder sowas. Und der hat mich dann damit hingenommen und Delini wollte das auch gern und so. Und ich meine, das hat also gegeben. Und wie ich noch Cumbelstone machte, dann hat mir Metal Roland geschrieben. Weil er hatte das irgendwie vorveröffentlicht, in so einem riesen Tagesblatt irgendwie, nur mit Comics. Nicht? Das war so die Idee von ihm, das ist dann auch eingegangen. Aber er machte so Sachen plötzlich, nicht? die finanziell unhaltbar waren, aber die ihm einfach Spaß machten. Und da hatte das dann Jean-Pierre Dionnet von Metal Roland, hat das dann da drin gesehen und hat mich angerufen und hat gesagt, das wäre irgendwie anders so mit uns und so. Und bei Tintin, da lief es nicht mehr so, weil weil Zensur, scheißegal, war alles, das glaube ich, mit mir gesagt. Also, nee, das macht keinen Spaß, da zu arbeiten in so einer Atmosphäre. Ja, und du sagst, das erste Org-Album, also was ein Nachdruck des ersten Teils der Kurzgeschichten ist, das hat Lombard gemacht, um die Rechte zu bekommen. Das ist ja im Grunde genommen verrückt, ne? Weil dann hat es mich plötzlich überraschenderweise sehr gut verkauft. Ich glaube, innerhalb von 2 Wochen waren 15.000 Exemplare. 10.000, okay. Und ja, das ist ja schon mal beeindruckend. Und dann haben sie irgendwie. Mich hat es beeindruckt, vor allem. Ne? Genau. Und dann wollten sie Org fortsetzen, ja. In Tintin. Und so kam es quasi zu einer zweiten Geburt. Ja. Ab dann hast du Kurzgeschichten gemacht, die Geschichten gemacht. Die erste war der Friedhof der Kathedralen. Und ich habe irgendwo gelesen, als Lombard kam und sagte, eigentlich würden wir doch weitermachen, dass du da von vornherein gesagt hast, wenn wir weitermachen, dann müssen aber mindestens 5 Alben jetzt folgen, damit es am Ende 7 werden. Das war es noch nicht damals. Also das heißt, es waren 5 Alben, weil der Lombard damals 5 Alben Verträge machte. Ah. Die Verträge waren immer für 5 Alben, mhm. Also von der Serie. Ich habe gesagt, okay, ich mag noch 5, aber dann höre ich auf. Ja. Und weil ich mich irgendwie nicht in eine lange Serie einlassen wollte, ich wäre ja auch. Und dann habe ich den Vertrag unterschrieben für die 5 Alben und die habe ich dann gemacht. Ja, und das war im Grunde genommen, das ging dann eine ganze Zeit. Also im letzten Band, das ist ja Band 7, du hast ja anschließend noch ein Band 0 gemacht. Im Band 7 steht ein Datum drunter auf der letzten Seite und das bezieht sich nicht auf die Zeit, die du an dem letzten Album gearbeitet hast. Das ist nämlich 14. Mai 1978 bis 31. Oktober 1992. Das heißt also, es bezeichnet alle 7 Titel. Und du siehst es also für dich so als eine Gesamtheit auch. Es ist eine Geschichte, die einen Anfang hat, eine Mitte und dann zum Ende kommt. Ja.
Genau. Ja, es ist, das Ende ist ja ganz interessant, weil dort nicht Rourke das letzte Wort hat, also die letzte Seite ist überschrieben mit Epilog, sondern eine Figur, die auch vorher schon im fünften Album nämlich das erste Mal aufgetaucht ist, Capricorn. Ja. Und Capricorn, die meisten wissen es wahrscheinlich, wurde dann also später eine eigene Serie. Und ich bin da auf eine sehr schöne Sprechblase gestoßen. Das ist nämlich die letzte, also quasi die letzte Sprechblase auf der letzten Seite des letzten Bandes. Danach kommt nichts mehr. Und dort sagt Capricorn, ist das alles, was am Ende bleibt, diese Zeichen? Ist es das, um was es hier geht? Ja. Also ich habe oft so beim Lesen gedacht, okay, ist es dir jetzt eigentlich wichtig, genau was du erzählst? Natürlich ist das wichtig, aber hat das wirklich die Priorität oder ist es das Wie? Ist das Wie? Das Wie ist das Wie. Ja. Es ist immer eine Frage von Zeichen. Für mich ist ein Bild in einem Comic ist eigentlich nur ein Zeichen. Nur eine Art, wie soll man es nennen, Schrift oder irgend sowas. Das heißt, der Leser muss eben erkennen, was auf dem Bild ist und das muss ihn ins nächste Bild führen und so weiter und so weiter. Und daraus entsteht die Geschichte. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Das ist genau das, was zwischen dem Schreiben der Geschichte am Anfang und dem Zeichen der Geschichte danach passiert. Das heißt, die Erzähltechnik selbst. Die Struktur, das interessiert mich am meisten. Das macht mir auch den meisten Spaß. Wenn ich die Geschichte also erzähle und wenn ich dann meine geschriebene Geschichte, in der ich natürlich schon dran denke, wie ich sie dann zeichnen werde. Aber wenn ich meinen Text nehme für die eine Seite und dann aussuche, was ich also auf der Seite nun wirklich mache und wie ich das, wie ich die Bilder einteile und so weiter, die Seite einteile und wie das Auge des Lesers eben darin reisen soll und so weiter. Und das ist das, was mich bei Comics begeistert, das ist das Erzählen. Und Comics ist für mich einfach die ideale Erzählform für mich selbst. Ich würde also keinen Film machen, ich würde kein Buch schreiben, ich würde keine andere Erzähltechnik benutzen als Comics. Das ist für mich das. Und es gibt ja Dinge, die kann man nicht. Fragen Sie mich bitte nicht nach Beispielen, weil ich habe bestimmt keinen im Kopf im Moment. Aber es gibt Dinge, die kann man in Comics machen, die man nirgendwo anders machen kann. Ich meine, jede Form von Erzählung hat ja seine eigenen Techniken und seine eigenen speziellen Charakteristiken. Mir fehlen manchmal deutsche Worte. Und Comics hat eben seine Eigenheiten und haben auch ihre Eigenheiten. Und deshalb, da fühle ich mich irgendwie am wohlsten drin. Ich kann keinen Film machen, weil dann ist ein ganzes Team da und ich kann mit anderen Leuten schwer zusammenarbeiten. Es sei denn, ich kommandiere so rum, also das kann man auch nicht. Und Buch schreiben, dazu schreibe ich nicht gut genug. Aber Comics ist toll, mit Bildern Geschichten zu erzählen. Ich bin wirklich angezogen von allem, was irgendeine Entschuldigung. Nee, also ich finde, man spürt deinen Arbeiten das an und man merkt das wirklich, weil wie sollte man, was du in Sachen Panels, in Sachen Seitenarchitektur, Seitenlayouts, wie sollte man das in der Literatur machen, wie sollte man das im Film machen, gut, da kann man natürlich auch viel machen, aber der Comic bietet sich da im Grunde genommen an, also du hast oftmals
das ganz schmale horizontale Bilder, dann ganz schmale vertikale. Und du verlangst, finde ich, dem Leser auch wirklich eine Konzentration ab, was jetzt also nicht bedeutet, auch ich mache das mal kompliziert, damit der Leser denkt, ich habe das auf dem Kasten, sondern ich finde, man spürt immer, dass du den Leser ernst nimmst. Und das bezieht sich auch auf, also dieses, dass dem Leser auf das abverlangt wird, bezieht sich auch auf das Erzählen. Ich war zum Beispiel, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich nicht schlecht mit den Ohren geschlackert, die letzte Rock-Kurzgeschichte in New York. Am Ende, da stürzt also so ein Hochbahnzug auf Rock zu und er steht so, dass den crasht direkt in seine Richtung und der Text sagt, kein Ausweg. Uff, ist die Geschichte zu Ende. So, und dann kommt das nächste Album und man ist natürlich, lebt Org eigentlich noch, will wissen, wie es weitergeht und es fängt völlig anders an, nämlich noch nicht mal mit der Figur Org, sondern mit der Figur Raffington Event, einem Privatdetektiv, dem wir auch verschiedene Kurzgeschichten, die als Band erschienen sind, auch später gewidmet hast. Und es geht also mit diesem Raffington Event weiter. Und solche Sachen gibt es also jede Menge eigentlich, wo so diese typische Lesehaltung, Leseerwartung, wenn man also nur Michel Vaillant oder den Leser hat, und diese Erwartung, wo du die sprengst. Und das finde ich also wahnsinnig interessant. Und zum Beispiel das Album 6, das vorletzte Abstieg, das spielt also in arktischen Schneelandschaften. Also wenn man immer über Hergés Tibet-Album redet, dann finde ich, müsste man dieses Album auch erwähnen, weil es arbeitet ähnlich intensiv, also mit diesem Weiß und du hast endlose Szenen auch mit ganz wenig Text oder ohne Text, wo also rein das Bild erzählt. Und dann kommt der abschließende Band 7 und der hat nicht nur plötzlich eine humoristische Ader, sondern der ballert die Leute, den Leser, richtig barock zu. Es passt unheimlich viel Text, es passiert unheimlich viel. Es gibt eine Farbenpracht in diesem Band. Also er ist im Grunde völlig anders, ohne dass man das so als einen Bruch empfindet. Also es ist so wirklich dieses Universum, was dein Universum, was sich mal so aus einer anderen Perspektive und von einer anderen Seite zeigt. Ja, der letzte Band ist so ein bisschen, ich hatte die Geschichte geschrieben und sie war eigentlich zu lang. Und dann hat mir Lombard gesagt, ja, so ein Buch von 100 Seiten, das ist zu lang, das wird zu teuer, das verkauft sich nicht. Machen wir zwei aus. Und ich wollte aber 7 Bände haben damals. Mhm. Und war so eine, naja. Ja, dann habe ich die Geschichte auf, ich weiß nicht mehr, 56 oder 62 Seiten zusammengedrängt. Und deshalb wirkt die so sehr intensiv. Ist nicht Absicht also gewesen. Das erklärt es auch, also ich habe da auch so ein bisschen gestaunt, weil du ja wirklich auch so sehr präzise bist. Also jedes Album hat seine 44 Seiten. Und dann kommt das letzte plötzlich, ich habe auch vergessen, 54 oder 56 Seiten. Ja, genau. Ah, so kam das zustande. Ja. Klar. Gut, aber dann war irgendwann der Rockschuss, was natürlich daran lag, dass Tintin Schwierigkeiten hatte auch. Also erstmal wurde im Magazin für den Erben Hergés der Name erkannt, genau. Musste umbenannt werden in Hello BD. Das war ein genialer Titel. Und das funktionierte aber nicht. Irgendwann war Schluss. Und dann gab es quasi Tintin nicht mehr. Nee. Und das ist ja nicht nur Tintin gewesen, sondern auch so diese ganzen Zeitschriften für erwachsene Leser mit Herrn Ullon und Pilot und das gingen alle ein. Und das einzige Magazin, was es heute noch gibt, ist Büro. Ja. Das hat das ja.
Fliegen das hier. Fliegen das halt, natürlich. Das ist Humor, das sind komplette Geschichten. Also das, genau. Dadurch kann man es schon erzählen. Genau. Dadurch hat sich ja eigentlich so das Leben eines Comiczeichners doch sehr verändert. Allein finanziell auch. Ja. Ich meine, es fehlt auch, wenn man nur Bücher macht, in der Redaktion traf man dann immer noch mal jemanden und man war ja, in so einem System, man hatte Kontakte. Jetzt sitzt man allein an seinem Buch und es fehlt eben auch die Magazinveröffentlichung, was eben auch finanziell immer interessant war. Ja. Wie hast du das so empfunden, diese Zäsur? Eigentlich erst ganz angenehm. Also finanziell natürlich nicht, aber das war mir eigentlich egal. Ich wusste, dass ich sowieso mit Comics nicht reich werden würde. Also das habe ich mir sofort abgeschminkt. Und Bücher einfach so im Ganzen zu machen, ohne eben darauf zu achten, also dass das am Ende der Seite unbedingt irgendwas Interessantes passiert, damit der Leser umblättert und so weiter. Was ja immer in den Zeitschriften gesagt wurde. Und man konnte einfach ein ganzes Buch so machen. Das war für mich ideal. Ich brauchte auch niemanden zu sehen und eben keine Leute da, mit irgendwelchen Leuten irgendwas zu reden und so. Und man wurde innerhalb der Geschichte dann nicht irgendwie kritisiert oder so, sondern man konnte das wirklich machen von A bis Z und dann schickte man das hin und fertig. Das war genau das Richtige für mich. Also ich habe mich da sehr gefreut eigentlich. Wunderbar, ja. Ja, du hast dann aber irgendwann auch einen sehr guten Verlag irgendwann gefunden, der, glaube ich, so jetzt mehr oder weniger auch so dein wichtigster Verlag ist. Ich will nicht sagen Hausverlag, der Pur. Der steht jetzt immer noch bloß da. Ist immer noch da. Der Pur hat später angefangen und ich kannte Guy Delcourt schon bevor er seinen Verlag gegründet hat, weil er. Er war irgendwie Redakteur bei Pilot in den letzten Wochen, wie es Pilot noch gab. Und da hat er mich irgendwann, ich hatte ihn irgendwann bei Metallur Long mal kennengelernt. Also auch nur so ganz zufällig. Er war gerade da, ich auch gerade da war. Und ein Tag, und das ist wieder nur keine Ahnung, wer das war. Und er hat mir gesagt, ja, also ich mache jetzt zwar ganz gern und so. Und naja. Und wie er dann bei Pilot war, dann hat er mich also mal angerufen und hat gesagt, er braucht ein paar Illustrationen. Und dann habe ich die gemacht und dann, ja, so ist das dann gekommen eben. Und er hat mir irgendwann mal beim Essen erzählt, dass er irgendwann mal seinen eigenen Verlag aufmachen möchte. Und da habe ich ihm gesagt, ja, wenn du das machst, ruf mich an, dann mach ich dir ein Buch. Und naja, das hat er dann gemacht und dann habe ich das Buch bei ihm gemacht. Das war Couture, was ja in Deutschland auch ausgegeben ist. Und schmerzt mich wieder gut. Ist ja positiv. Ja, und dann hatte ich hier diese ganzen anderen Bücher, auch die von Metal Roland, die rausgekommen waren, dann die von Berlin, also Kompensation, und noch ein oder zwei Bücher. Und dann habe ich den Kur gefragt, ob er die haben will, ob er die neu auflegen will und so weiter. Und das hat er dann gemacht. Das hat ihn auch sehr gefreut. Und die Wochen, weiß ich nicht, verkauft hat sich nicht besonders, aber naja. Und und seitdem arbeite ich eben auch mit den Kur zusammen. Wir haben eine Freundschaft. Ja, das bedeutet nicht, dass er also Sachen nicht ablehnt, beispielsweise. Ich habe Projekte vorgelegt, die er abgelehnt hat. Das ist auch richtig so. Er macht wirklich die Trennung zwischen dem Freund und zwischen dem Autor. Das ist auch genau richtig so. Und er ist auch sehr, sehr, wie soll man sagen, ist ein guter Verleger. Finde ich auch. Gewesen. Gewesen? Gewesen, weil jetzt ist er zu groß. Okay. Und jetzt ist er nur noch am Managen eigentlich. Und er hat eigentlich mit den Büchern selbst nicht mehr sehr viel zu tun. Was mich auch stört, weil mit irgendwelchen anderen Leuten habe ich keine Lust zu arbeiten. Ich kenne ihn noch aus der Zeit, da hatte er ein Büro mit, es waren einschließlich ihm selbst drei Leute in der Nähe von Versailles. Ja, genau. Genau, ne? Ja. Ja. Und heute ist er der größte unabhängige Verlag Frankreichs. Ja, also bemerkenswert. Ja. Ne? Und hast du ja auch mit schönen Büchern zu beitragen. Eins, was auch auf Deutsch erschienen ist, Azteken.
Ist ein Einzeltitel, das heißt, also du machst auch hin und wieder einfach mal, dass du sagst, okay, ich habe hier ein Thema, das interessiert mich mal so für ein Album und ich möchte auch vielleicht grafisch mal was anderes machen, weil, also als Theken erwähne ich jetzt speziell, weil das ein grafisch ganz anderer Stil ist, nämlich da bist du, ich glaube, das erste Mal oder eins, was ich das erste Mal, aber du verwendest die Couleur, die Technik der Couleur direkt. Ja. Und das ist ja eine sehr interessante Sache, gerade wenn man sich so Cromwell Stone anguckt. Das ist ja so ein bisschen, ich muss da so aufgrund dieser Zeichen an Kupferstiche auch denken oder so ein Illustrationsspiel aus dem 19. Jahrhundert oder sowas. Wahnsinnig viele Linien, jede Linie muss präzise sitzen und du hast aber nur die Linien, während bei der Couleur direkt arbeitest du mit der Farbe direkt, das Original entsteht aus der Farbe und somit wird die Farbe jetzt zum Ausdrucksmittel. Du kannst ja mit der Farbe etwas ausdrücken, was ich mit der, einfach nur mit Strichen, mit Linien vielleicht nicht so gut hätte ausdrücken lassen können. Ne? Und ist als Zeichen ein bisschen auch wieder speziell. Es sind zwei Bücher in denen ich gemacht habe. Das ist La Caverne du Souvenir, das ist in Deutsch erschienen, und Aztec, das sind die zwei Bücher, die ich also nicht mag, die ich eigentlich nicht ausstellen kann. Weil das waren zwei Auftragsbücher. Das heißt, da war ich nicht habe ich nicht gesagt, das möchte ich jetzt machen, sondern man hat mich gefragt, aber nur, also für La Caverne du Souvenir, das hat man mir gesagt, mach doch mal irgendwas mit keltischen Legenden. Ja, und dann habe ich zwei Bücher oder drei gelesen über keltische Legenden und dann habe ich diese Geschichte geschrieben. Und da habe ich natürlich eine ganze Menge von dem Zeug benutzt, was ich gelesen hatte. Aber der Leser hatte natürlich die Bücher nicht gelesen und dadurch ist die Geschichte ziemlich unverständlich geworden. Und genau das Gleiche ist bei Aztec wieder passiert. Weil da habe ich solche Geschichten gelesen über die Azteken und so weiter. Da hat man auch, mir auch nur gesagt, also das war in dem Jahr wie, ich glaube, Christoph Kolumbus 200 Jahre oder so. Amerika entdeckt hatte und so, und da, das war ein spanischer Verlag, der hat mich auch gefragt, ob ich da eine Geschichte machen möchte, irgendwas Präkolumbianisches, und dann habe ich mir die Azteken ausgesucht, weil die haben so schön so einen Anfang, Mitte und Ende, und da habe ich gedacht, mache ich das mit. Da habe ich genau das gleiche gemacht, ich habe ganz viel gelesen darüber, eine Geschichte geschrieben, die dann keiner verstanden hat und die mir auch nicht gefällt, die gefällt mir von den Zeichnungen, dass sie in den Zeichnungen, da kann man nicht zu mir, da sind die Zeichnungen schlecht. Ich zu schnell einfach, habe ich da so hingeknallt irgendwie. Nie wieder. Und bei Aztec habe ich mir wirklich Mühe gegeben für die Zeichnung. Die Zeichnungen gefallen mir noch ganz gut, sagen wir mal so. Naja, ach, die Geschichte ist so. Nicht lesen. Ich habe sie lange nicht gelesen. Gut so. Aber was ja eine tolle Geschichte ist, auch deine, also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, die Serie Capricorn, vielleicht erinnert ihr euch, das war Ende der 90er Jahre, damals war ich noch bei Carlsen und da habe ich mal ein oder zwei Alben gemacht, das heißt, ich habe die Serie angefangen, dann war ich bei Carlsen weg und auch Capricorn war leider weg. Jetzt kommt die Serie neu, bei Schreiber und Leser demnächst. Weißt du schon, wann es losgeht? Ja, jetzt bald. Ich meine, die ersten Bände ja schon hier. Von Capricorn? Von Capricorn, ja. Wow! Also den ersten Band, das sind die ersten drei Bücher, die kommen jetzt sieben Bänden zu jeweils drei Büchern raus. Ich glaube einmal im Jahr oder so, ich weiß nicht genau. Das geht von mir nicht mehr. Also da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich habe natürlich die französischen Alben nicht gelesen und ich würde jetzt gerne mal wissen, auch wie es weitergeht. Eine Geschichte, die ja niemand kennt, und ich meine, da gibt es auch schon 17 Alben, glaube ich. Ah, 18, ja. 18, ja. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Eine Serie, 18 Alben und niemand von uns kennt sie. Also vielleicht magst du ein paar Worte drüber sagen, dann können die Leute nämlich hier alle an Schreiber und Leser schreiben, dass der Verlag die Serie auch möglichst bald mal ins Programm bringt. Okay, ich gebe dir die Adresse. Also ARC ist eine
ja, wie soll man es nennen, also Science Fiction und fantastische Geschichte, die in drei Teilen angelegt ist, 3x6 Bücher. Und jeder Teil ist in einer anderen Technik gemacht. Das erste sind also normale Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die dann koloriert worden sind. Die zweite sind direkt die Farben. Und die dritte ist in Schwarz-Weiß, also der dritte Teil ist in Schwarz-Weiß. Und jeder Teil ändert sein Format. Das heißt, also die ersten sind also irgendwie so. Der zweite Teil ist also irgendwie breiter und ein bisschen flacher. Und der dritte Teil ist schmaler und höher. So, für den Sammler natürlich ein totales Albtraum. Aber jedenfalls, ja, das ist eben so eine Geschichte von so ein paar Leuten, die treffen sich nicht, die sind zur gleichen Zeit im selben Hotel. Und dann passiert irgendwas und sie sind in irgendeiner fantastischen Welt plötzlich alle zusammen und müssen da irgendwie sehen, wie sie zurechtkommen. Ja, und das ist eben das Rätsel am Anfang, warum sie da sind und so weiter. Und das geht eben durch die ganze Serie durch und das wird dann relativ kompliziert natürlich. Und, wir setzen den Verleger mal unter Druck. Ne? Leider sind wir jetzt auch ein bisschen unter Druck, weil die Zeit drin ist. Ich würde einfach, weil die Gelegenheit da ist, wenn jemand von euch eine Frage hat, würde ich sagen, zwei Fragen noch kurz. Und ja, möchte jemand? Die Frage, wie Sie es beschrieben haben, wird bei dem Verleser, die wir alle nicht kennen, ja. Bei Work habe ich den Eindruck, dass es dann jetzt nicht so geplant war aus geschichtlichen Gründen. Klar. Wie planen Sie Ihre Geschichten? Wissen Sie am Anfang schon, was auf Band 18 am Schluss passieren wird? Ist das sehr geplant, weil die Technik offensichtlich so eingeteilt ist? Ja. Also die Technik bei Arc habe ich so eingeteilt, damit ich mich nicht langweile bei den Zeichnungen, damit sich das ändert. Ja, eigentlich genau wie bei Capricorn. Das heißt, ich wusste am Anfang mehr oder weniger, wie es aufhört. Und dazwischen hatte ich also ganz viel Freiheit. Denn in 18 bzw. 20 Jahren erfindet man neue Ideen, dann ändern sich auch die, was man eben gern machen möchte und so weiter. Und das, da habe ich mir immer sehr viel Freiheit gelassen. Aber irgendwo war so ein roter Faden eben schon da von Anfang bis zum Ende. Ein Ziel, ja. Das kann sich zwar auch ändern, also bei Arc hat sich das geändert und bei Capricorn hat sich das so ein kleines bisschen geändert, aber es ist da. Und dann weiß man, dass man nicht zu weit davon weggehen kann. Und, aber die Serie selbst, eine Serie ist eben auch irgendwie was Lebendiges. Da macht man manchmal Sachen, da sagt man sich, oh, das würde ich jetzt aber lieber wieder benutzen und so weiter. Und dann geht es so ein bisschen weg und kommt wieder zurück und so weiter. Das ist, aber präzise, nein. Nicht sehr präzise. Ich weiß, wo es hingeht, aber ich weiß nicht, wie es dahin geht. Eine Frage überhaupt noch? Ja. Hallo, Andreas. Ach, hallo. Ich muss gestehen, ich habe mir nie die Mühe gemacht, die Impressum-Einträge anzugucken, der deutschen Ausgabe. Ja. Gibt es eigentlich eine Übersetzung deiner französischen Texte? Oder gibt es eine deutsche Textvorlage, die du mitliefern kannst für die deutsche Ausgabe? Oder wenn nicht, kontrollierst du die Übersetzung? Ich schreibe die Geschichten auf Französisch und danach macht der deutsche Verlag, was er will. Ich habe vielleicht bei ein oder zwei Büchern die Übersetzung kontrolliert. Das war bei Quintos im Phoenix Verlag. Die haben mir also die Übersetzung geschickt und dann habe ich so ein paar historische Fehler noch rausgemacht, die im Französischen drin sind, aber im Deutschen nicht mehr. Es bleiben noch welche, aber naja. Und irgendein anderer, den du mir geschickt hast damals, ich weiß nicht mehr, vielleicht deinen ersten Capricorn, ich weiß es nicht. Du hast damals ein Buch gemacht und da wollte ich also die Übersetzung sehen. Ich glaube, das war Aztec sogar. Oder hast du es nicht gemacht? Ach, der ist nicht in Deutsch rausgekommen. Aztec.
Ganz lieb. Genau. Okay. Ja, gut. Ich hätte noch jede Menge Fragen. Leider ist die Zeit um. Das können Sie mal draußen stellen, wenn Sie mal ganz brennende Fragen haben. Du bist während des Salons hier, ja, und signierst auch bei Schreiber. Bei Schreiber und Leser. Wunderbar. Ich weiß also, einmal vormittags und einmal nachmittags. Wunderbar, man kann dich finden. Ja. Prima. Wir freuen uns auf ein neues Projekt oder so. Ich mache also keine Serie mehr. Das bin ich jetzt zu alt. 20 Bücher anfange, dann bin ich nicht sicher, dass ich das aufhören kann. Und ich habe auch Lust, jetzt wirklich nur noch Einzelbücher zu machen oder höchstens Trilogien. Aber und da habe ich so ein paar Sachen, also da kann ich auch noch nicht viel drüber reden. Also ich rede nicht so, bevor ich diesen Vertrag unterschrieben habe. Aber da kommt es an. Also ich meine, ich werde nicht aufhören, Comics zu machen. Das höre ich auf, wenn ich dann entweder Schlaganfall kriege oder überhaupt tot bin. Also ich finde, der Satz, ich höre nicht auf, Comics zu machen, ist der beste Schlusssatz, den wir jetzt finden können. Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.